Jetzt habe ich den Verkehr ein bisschen umgelenkt, oder was? Eigentlich wollen wir hier keinen starken Verkehr. Hier soll es ruhig sein, ne? Es fährt jetzt auch natürlich Verkehr darüber ab. Was gut ist. Super, das gefällt mir. Immer noch alles Brachland. Hier sowieso alles vergiftet. Aber es sieht eigentlich ganz okay aus. Hier unten hätten wir noch Forstwirtschaftsmöglichkeiten. Ich kann auch neues Land kaufen. Dann kaufen wir vielleicht... Boah, alles dicht geschissen da. Gut, das hier mal. Dann haben wir hier die Küste so einmal entlang. Da, die zwei bräuchten wir dann auch noch fürs Schönhaben und so. So, Notunterkunft. Das hier erst ab 7000, die große Notunterkunft. Kostet aber auch sehr viel Unterhalt, ne? So eine kleine Notunterkunft. Die können wir ja ruhig, weil wir hier auf dieser Seite noch nichts geplant haben. Ja, wo setze ich das Ding hin? Hier. Daran geht's ja nicht. Hier in der Mitte könnte man noch theoretisch einen Weg hinsetzen. Ich probiere das mal. Ein Fußgängerweg. Aber die müssen ja da nur irgendwie hinkommen. Kriege ich das hin, das hier durchzuziehen? Die müssten dann weg. Ist halt ein Fußgängerweg, was dann Gebäude zerstört. Ich hätte gedacht, dass man da irgendwie an den Gebäuden vorbeibauen kann oder so. Was macht die kaputt, ne? Kiesstraße. Das ist gar kein Fußgängerweg. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Weil die Dinger hatte ich mal irgendwie. Da konntest du halt auch da außerhalb bauen. Hm. Ja, Notunterkünfte. War bisher noch nicht ganz so wichtig. Aber okay. Wir müssen halt irgendwie für die Einwohner. Das ist, sind ja alles hier unsere Einwohner hauptsächlich. Und dadurch, dass es hier so am Rand ist, würden wir auch dafür sorgen, dass wir hier was machen können. Das heißt, eigentlich müssen die in die Mitte. Ja. Hier ist ganz schlecht. Neben so eine Schule vielleicht? Hier so? Da nicht auch Schule? Ja. Ach so, jetzt ist die Notunterkunft unter dem Haus. Warum nicht? Warum nicht? Ja, okay, das ist halt ein bisschen buggy, weil das ja auch so gewollt ist mit den Straßen. Das heißt, man kann alle Schulen auch ineinander stacken, um eine Gesamtschule zu machen. Mhm. Okay, gut. Dann müsste ich natürlich auch die Routen konfigurieren. Der ist nicht weggegangen, ne? Der hat jetzt ein bisschen Platz gekriegt. Warum auch immer. Ja, so eine Route mal bauen. Die Frage, also das Ding hat 1000 Leute, ne? Wir haben gar nicht so viele Leute. Doch, wir haben mehr Leute, aber gar nicht so viel Platz. Fangen wir mal hier an. Müsste eigentlich okay sein. So. Dieser Evakuierungsplan. So. Jetzt kriegen wir natürlich die Leute nicht aus der Mitte direkt. So vielleicht. Kann ich darüber sagen? Gut, dann bitte einmal hier, mal da. Da und dann.
Das ist echt crazy. Und wieder einmal so wenden. Alles klar, gut. Dann oben auch. Meinetwegen. So, und um beenden bitte. So. Ist ein bisschen komisch. Und hier kann ich dann, wenn Katastrophe ist. Ich habe doch jetzt ein Shelter. Ja, na gut. Das zweite Ding habe ich gerade gar keinen Bock, das zu machen. Aber müssen wir ja auch die Leute hier evakuieren können. So, einmal hier rum. Kann ich... Nee. Achso, da wohnen auch eigentlich... Doch, wohnen eigentlich Menschen. So, bitte. Ich weiß nicht, sind das Haltestellen oder wie soll man die Dinger betrachten? Ich weiß es nicht so genau. So. Da vorne. Ja. Oh, das ist schon ganz nett. So. meine Planung ist total katastrophal. Aber... funktioniert irgendwie. Naja, gut. 132.000 haben wir jetzt. Das heißt, wir haben sehr viel Kohle gemacht. Strom sollte auch okay sein. Was wir noch machen können, ist hier Busspuren und so einen ganzen Kram. Aktuell sehe ich da noch keinen Zwang dahinter, oder? Warte mal, lass mal kurz die Straßen checken. Okay, der Verkehr hier. Halt ein bisschen... mörderisch. Aber das geht, das ist jetzt nicht so ein großes Problem, oder? Was man machen kann, ist hier die Straße noch besonders dick bauen. Ändert, glaube ich, auch nichts an den Dingern, ne? Was haben wir da? Rettungshubschrauber-Depot. Ja. Schickt Hubschrauber los, um Patienten abzuholen und sie Krankenhäuser und Arztpraxen zu bringen. Hubschrauber können Orte ohne Straßenanbindung erreichen und so Staus vermeiden. Bei Schichtende kehren Hubschrauber zum Depot zurück. Ist die Frage, haben wir überhaupt irgendwelche mit Hubschrauberlandeplatz? Aber zu Arztpraxen können die ja auch gebracht werden, ne? Also investieren wir das mal in unsere Leute. Zack. Ja, ich bin gespannt. Das ist jetzt das Depot. Haben wir irgendein... ja, Hubschrauber im Einsatz, 0 von 3. Also so ganz wichtig ist es aktuell nicht, aber okay. Gucken wir mal. Wir brauchen mehr Bewohnerplätze. Das sieht doch hier aus, als würde ich das jetzt mal hier abschließen wollen. Nein, Shelter. Ja, ist nicht schlimm. So. Dann haben wir mal das hier so gebastelt. Vielleicht so. So vielleicht und so. Wenn mir das mal ein bisschen anders aussieht. Ja, okay. Gefällt mir. Erstmal mit dem Wasser starten. Und einmal Wasser in die Mitte legen. Strom sollte, sobald Einwohner da sind, kommen. Zack, zack, zack. Also einfach mal so ein bisschen andere Strukturen reinbringen, ja? Nicht immer die gleichen Strukturen, das finde ich immer schön. So, Gewerbe wird auch gefragt. Ja. Können wir ruhig machen. Und ihr kriegt noch irgendwie das so. Einmal so. Und einmal so. Da haben wir da auch ein bisschen Platz. Wasser ist nicht ganz optimal dort vorhanden. So, jetzt aber. Besser zumindest.
Ja? Hm? Was haltet ihr davon? Sieht doch mal ganz schick aus. Kann man doch mal so machen. So, mehr Industrie wird auch gefordert. Hier brauchen wir keine bunten Straßen. Was sagt denn hier Bergbau? Das ist hier alles noch wunderbar. Wunderbar. Gut. Die Straße hier bitte. Ich überlege, ob wir vielleicht noch ein paar Querstraßen brauchen. Das Ding da muss vielleicht auch gleich mal weg. So, die Steine kommen sowieso weg. So, so ein paar Querstraßen. Nee, ist okay, ist okay. Gut, hier male ich doch lieber ein bisschen rüber, weil das einfacher ist als mit dem Füllwerkzeug. So, und jetzt hier vorne muss ich gleich kurz mal pausieren, damit ich das noch perfekt ausmalen kann. Aus dem Grund, da vorne und auch hier sind ja diese Leitungen ein bisschen im Weg. Strom. Das wird nicht mehr gebraucht. Abwarten. Baut sich. Ja. Ah, kommt gleich wieder der Strom. So, Verbindung. Da oben hin, ich weiß, ist gerade wenig. Wenn die aber jetzt hier nur ein bisschen ausbauen. Dann der Quatsch hier weg. So, und dann kann ich noch ein bisschen malen. Oder? Ah, hier vorne. Das ist eh so ein komischer Hügel. Ist in Ordnung. So. Wasser nochmal verlegen. Ist verlegt. Wunderbar. Keiner mit gerechnet. Und dann wollen wir noch ein bisschen den Spaß machen. Wie kriege ich das hier hin? Mal gucken. Probieren wir das. Achso, da nervt das Teil. Ja. Gut. Dann vielleicht so ein Halbkreis oder so. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Oh oh. Evakuieren. Damit, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Keine Ahnung. Ist doch einfach mal hier. Einfach ein bisschen was anderes. Ein bisschen andere Strukturen reinbringen. Keine Ahnung. Probieren wir das einfach weiter. Ja, bitte mach mir die Dinge nicht kaputt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mein ganzes Strom, bitte nicht. Oh, der Tornado. Ja, er zielt auf meinen Strom. Oder? Lass mal schneller laufen. Nein, okay. Abfluss. Tschüss. Ja, genau, an der Küste vielleicht noch ein bisschen lang. Wiederaufbau. Dafür braucht das Ding eine Straße, ne? Ah, die kommen mit Hubschraubern. Yes! Super. Danke. Bereit zum Wiederaufbau. Okay. Gut, den Kram werde ich so ersetzen. Geht einfach wesentlich schneller, als darauf zu warten. Aber ist gut, dass sie das hier wieder aufgebaut haben. Gut. Der Rest, das Wiederaufbau. Straßenmeisterei, brauche ich die? Noch zusätzlich. Wasser fehlt da vorne, gut. Brauche ich die Straßenmeisterei, die die Straßen automatisch repariert? Weil die würde ich eigentlich auch dann nochmal reinsetzen. Pumpendienst.
Der Pumpendienst verfügt über eine Flotte an Saugfahrzeugen, die sofort losgeschickt werden, wenn es in der Stadt überflutete Gebäude gibt. Okay, das brauchen wir natürlich auch irgendwann mal. Wo war die Straßenmeisterei? Hier? Werkzeug. Wenn sie nicht im Einsatz sind, parken die. Straßen verbessert Straßen auf großartigen Zustand, damit dort schneller gefahren werden kann. Ja. Keine Ahnung. Mach. Ich vermute, das wird hier an einigen Stellen noch benötigt. So, muss ich da selbst was machen oder wird das von alleine wieder aufgebaut? Bereit zum Wiederaufbau? Dann muss ich da einfach rüber. Also hier teleportieren die sich hin oder gehen rein und raus. Gedanken gemacht, bla bla bla. Passiert hier was? Nee. Straßen werden wohl nicht repariert, wie es aussieht. Ergo muss ich dies selbst nochmal machen. Ja. Und dann ist das wieder alles... Töfte, ne? Das ist alles Töfte. Nicht genügend Arbeiter. Ja, gar kein Problem. Also Mitarbeiter, das kriegen wir hin. Einwohner. Einwohner. Mehr Einwohner. Das ist gut. Ich weiß nicht, was ich da mit mir gedacht habe, aber kein Plan. Es ist okay. Ist okay. Ja, ruhig ganz normale Straßen. Also mal wieder so ein bisschen... Bisschen Stress hier gehabt, ja? So. Kein Plan. Alles da verbinden. Warum nicht? Macht man einfach mal. Natürlich, ich weiß nicht, ob das Gewerbegebiet auch Lärm erzeugt. Vermutlich ja. Wasser ist fast verfügbar. So. Sollte einfach hier nochmal ein bisschen verlängern. Oder irgendwo ein neues Wohngebiet bauen. Aber jo. Jetzt sich hier so ein bisschen verflüchtigt, ne? Hier rauf und dann war er weg. Und hier hinten war auch ein Waldbrand. Ja, ich glaube, wir machen hier einfach nochmal wieder was. Zwei. So, direkt abgeschlossen damit. In Ordnung. So. So. Kann man machen. Dann einmal gefüllt mit den Sachen. Wunderbar. Gut. Ich glaube, dann haben wir so in etwa eine Stunde wieder rum. Eine Stunde Spielzeit. Und dann hoffe ich, dass es euch soweit schon mal gefallen hat. Ich werde daraus wahrscheinlich zwei Folgen machen. Und dann mal gucken. Das ist echt nicht die schönste Stadt der Welt. Es werden aber Arbeiter gesucht. Ganz viele Arbeiter und es brennt. Ja. Gut. So ein Kohlebrand. Kohlebergwerkbrand, das ist heftig, ne? Brennt der ganze Berg und du kannst nichts dagegen machen. Nicht genügend Arbeiter. Die brauchen Leute mit Bildung. Oh ja. Ja. Ungebildet 49. Gut gebildet 24, gut gebildet, hochgebildet noch gar keiner. Okay. Dann ist ein Toter. Nehmen die beiden Sachen. Arbeiten die irgendwie nicht? Oder? What's the matter? Warte mal. Doch, leuchtet, ne? Nur schwarz? Warum leuchtet das schwarz? Nur leuchtet das nur... Ihr dürft ruhig nach Hause gehen. Ja, ihr könnt euer Leben lang ruhig in den Dingern bleiben. Das war gerade Fallout hier.
Ich muss die auch wieder reinholen, ey. Das ist doch doof. Schule? Ja. Okay. Gut. Wir brauchen unsere Arbeiter wieder. Lasst sie frei. So, was haben wir da? Scheiße. Und die Grundschule müsste woanders hin? Wenn sie denn woanders hin müsste? Ja, kann durchaus sein. Hier so? Komm, das ist doch schick da. Gut. Wie sieht es denn jetzt mit der Bildung aus? Grundschule, Kapazität ist gut. Oberschule ist gut. Universität haben wir noch gar keine. Ja, dann haben wir hier tote Menschen. Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Dann machen wir das auch nochmal. Haben wir nicht. Wir brauchen einen Friedhof. Den haben wir auch noch nicht, ne? Hier so ein Hauptding. So ein Friedhof klatschen. Boah. So, wie viel Platz ist denn da für Tote? Leichenwagen aktuell. 3000 Tote können da rein. Das sollte erstmal für ein bisschen reichen. Und damit sind wir eine große Kleinstadt. Wunderbar. Super. Sehr schön. Dann bedanke mich wirklich jetzt an der Stelle bei euch fürs Einschalten. Hoffe, euch hat es gefallen. Daumen gerne nach oben da lassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.